Ja, moin und herzlich willkommen zurück zum LS19. Wir sind hier Alpin DLC auf der Erlengrad unterwegs und ich mache hier gerade Sachen, denn ich möchte die Gärreste, die wir hier in unserem BGA haben, eigentlich mal nutzen, um uns einen Düngegang zu sparen. Denn wir haben beim letzten Mal Feld 1 und 2 miteinander verbunden und Feld 2 bräuchte doch eine Düngestufe. Feld 1 hat schon eine Düngestufe, weil war ja vorher Wiese. Und jetzt fahre ich hier Gärreste drauf, damit wir hier schon mal eine Düngestufe haben. Da das ja eine andere Textur ist, bin ich der Hoffnung, dass, wenn wir mit der Sämaschine drüber fahren, wir gleich volle Düngestufe haben. So ist mein Plan. Dafür benutzen wir hier jetzt unsere Gärreste. Ich habe mal einen Anhänger davon an unserem Verkaufsstation hingefahren. Da ja bis 700 Euro für. Dachte ich mir, nee. Dann kann man die bestimmt besser irgendwie verwenden und das machen wir jetzt. Und zwar fahren wir mit dem Ding. Wobei ich finde die gelben Felgen gerade nicht mehr so schön irgendwie, aber ist egal. Fahren wir hier auf unser neues Feld, weil vorher der Kartoffelacker war und da hauen wir jetzt erstmal Gärreste drauf als Düngestufe. Und ich denke, das ist ein relativ guter Plan. Wie gesagt, wenn er funktioniert, wäre halt... Ne? Und so, deswegen hauen wir das hier raus. Gärreste, weiß ich gar nicht, ob die gleiche Textur haben wie Gülle, aber auf jeden Fall ist das hier so leicht grünlich. Auf einer geflügten Textur sieht schon sehr merkwürdig aus, aber okay. Kann man mal so machen. Denke ich mir, oder? Ja. Haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, oder? Also hier auf dem Feld ausgebrachte Zeug haben wir noch gar nicht. Und da hat es ja einen coolen Sound irgendwie. Hört man das? Ich hoffe doch. Sieht irgendwie auch die Animation, wie das da hinten rausgequackert kommt, sieht irgendwie auch ganz cool aus. So, dann werden wir hier mal den Helfer rausschmeißen. Das weiß nur für ein Foto machen eigentlich. Und das ist relativ ergiebig, muss ich sagen. Also ich kenne das eigentlich anders, dass Gülle und Mist, also ne, davon brauchst du richtig viel. Wenn du irgendwie ein Feld mitmachen möchtest, brauchst du davon richtig auf Halde, sonst kommst du nie weit mit. Ist halt Naturdünger, ne, kostet halt nichts, dementsprechend hast du unfassbar exorbitant hohen Verbrauch davon, aber hier mit dem Fass geht eigentlich. Also ich bin erstaunt, positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Dann können wir hier schön nochmal das Feld runterziehen. Warte mal, nochmal, ich hätte nochmal eine Helferin. Ne, ich mache einen Helfer raus, weil Beleuchtung ist am Start und Tempomat. Oder was? Warte mal. So ist das schön. So ist das schön. So, sind wir noch auf Kurs? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sachten und... Oh, jetzt habe ich die Spur verrissen. Na, ist egal. Aber guck mal, wir kommen eine ganze große Runde rum und haben immer noch was drin. Gut, hat jetzt zwar nicht die mega Arbeitsbreite, aber immerhin. Ich wollte ja eigentlich zwischen den Folgen machen und dann dachte ich mir, nö, komm, da haust du noch raus. Ja. Und deswegen gucken wir uns das an, wie die Gärreste aus der BGA den Weg auf unser Feld finden. Guck mal, der sieht schon richtig glitschig, schmierig, schmatzig aus. Nicht laufen lassen, aus. Verschwenden und durch die Gegend schmeißen müssen wir ja auch nicht. Vorteil ist, guck mal, wir haben, glaube ich, bei den Kühen 35.000 Liter Gülle. Wenn die Gärreste alle sind, schmeißen wir hier einfach die Gülle hinterher. Guck mal, das ist schon ganz schön... Bleh. Aber gut. Wenn es schön macht, dann hauen wir das hier weiter auf. Okay, bis da vorne kommen wir nicht mehr, gleich ist alle. Aber wir haben eine ganze Runde rumgedreht und die Runden werden kleiner. Das heißt, die Ladungen reichen immer länger. So,
alle. Dann fahren wir nochmal zurück. Heute machen wir mal einen entspannten, oder? Gefällt mir. Und ich wollte erst ein anderes Güllefass kaufen, weil Gärreste sind viel, Gülle ist viel und hier passen irgendwie nur 10.000 Liter drin oder 8, ne, ich glaube 10. Und das lohnt nicht, da kriegst du kein Geld für. Aber dann kam mir halt die Idee, komm, haust das einfach auf dem Acker. Jetzt müssten wir theoretisch mal probieren, ob wir mit der Sämaschine rüberfahren und das dann gleich doppelte Düngestufe hat. Weil das wäre unnormal belohnt. Dann können wir da noch immer Unkraut drüber feuern und dann ist, ne? Fertig. Ach, schön. Und vor allem kommt man hier auch noch reinfahren. Mit zwei Fahrzeugen. Also hier tummeln sich gerade zwei. Der eine ladet ab, der andere ladet auf. Passt aber einwandfrei hier nebeneinander rein. So, immer voll machen können wir auf jeden Fall noch. Danach noch einen Schluck. Guck mal, 2.900 sind noch drin. Die lassen wir drin. Den Rest, was nicht reicht, nehmen wir dann Gülle. Davon haben wir ja mehr als genug. Oh ja. Dann fahren wir mit der Sämaschine rüber. Vielleicht fahren wir gleich einen Kurs ein. Muss ich mal sehen. Und der Vorteil ist, wir haben nicht ganz so einen weiten Weg bis zum Verkaufspunkt. Wobei, der ist schon echt dicht um die Ecke. Da könnte man vielleicht auch einen Curseplay-Kurs anlegen, irgendwie, aber mit dem rückwärts ranfahren und beladen, glaube ich, da hat das ja ein Problemchen. Kann ich aber probieren. Mit der Gülle könnten wir. Ja! Natürlich, mit der Gülle machen wir das aber. Da fahren wir einen Verkaufskurs ein für die Gülle. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir dann hier mit der Sämaschine rumspielen, dann kann der Fendt hier schön mit dem Fass die Gülle zum Verkaufspunkt kutschen. Aber sowas von, haben wir jetzt hier was ausgelassen? Nö. Nö. Ich lasse mal lieber die Texturen hier ein bisschen überlappen. Dann vergessen wir hier auch nichts und dann denke ich mal, passt das schon. Aber ist ganz cool. Also so ein komischer grüner Schleim hier, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich glaube, Gülle ist ein bisschen anders, ne? Hat eine andere Farbe. Aber gut. So. Voilà. Na, jetzt lasse ich wohl was liegen da, oder? Warte mal, ich muss mal weiter rüberfahren. So, genau. Die wollen da ein schönes Bild haben, Mensch. Also nicht ihr, aber ich. Bei euch ist es relativ. So, soll reichen erstmal, denke ich. Und dann. Ja. Sojabohnen wollte ich hier aufmachen, hatte ich gesagt, ne? Genau. Haben wir hier eigentlich schon mal Mais gedroschen? Ich weiß es ja nicht. Generell Mais gedroschen haben wir irgendwie wenig bis gar nicht, oder? Mais gehäckselt eigentlich auch nicht. Aber wir haben ja gerade auch nichts, wo wir das Häcksel gut hinfahren könnten. Vielleicht könnten wir das in eine Scheune verkaufen, aber ich glaube nicht. Und unser Fahrsilo, da ist ja noch genug drin. Also wenn, dann würde ich Mais vielleicht mal anbauen, dass wir das mal dröschen. Mit unserem Elektrodröscher dann vielleicht, den wir hoffentlich bald irgendwann mal haben. Und ja, dann mal gucken. So, den Anhänger machen wir noch leer und dann hole ich Gülle. Und wenn die Gülle hier auf dem Feld liegt, dann fahre ich einen Verkaufskurs für Gülle ein. Und wenn der dann unterwegs ist, nehmen wir uns hier die Sämaschine und dann hauen wir hier erstmal Zeug in der Erde. Das ist doch ein guter Plan. So machen wir das. Und ich muss sagen, der Fendt ist ein verdammt schöner Traktor. Der ist eigentlich mit ein Grund, warum ich den noch gekauft habe, weil ich finde ihn optisch voll schön. Oh, reicht das bis da hinten durch? Nee, ne? Oder? Doch, guck mal, wenn wir hier schön langsam fahren, dann reicht das ganz genau. Perfekt.
So, hier sind noch 4, 5 Streifen, die fahren wir mit Gülle. Das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Dann können wir hier einen schönen Verkaufskurs einfahren. Ja. Und dann hat er keine Probleme mit der Collie, weil die Collie ist das, wo er hin muss. So machen wir das heute. Und dann behalten wir das Fass vielleicht doch. Wobei Gärreste werden jetzt verdammt wieder zusammenkommen, denn wir feuern da ordentlich Kartoffeln drin. Und wenn die Kartoffeln alle sind, dann werden wir da wieder ganz fleißig Silage drin schippen. Also ich glaube, unsere BGA, die wird immer gut zu tun haben, weil wir brauchen Kohle. Der Dröscher, der kommen wird, der ist unfassbar teuer. Also ich muss aber mal kurz den Lindner beide Seite fahren, sonst kriegen wir hier leichte Kollisionsprobleme miteinander und das möchte ich nicht. So, du darfst hier ruhig weiter rinfahren. In dem Misthaufen habe ich ja nichts dagegen. Von mir aus liegen gerne. So, dann holen wir uns aber erstmal Gülle, denn die fahren wir noch aus und danach. Das werden wir sie verkaufen. Wobei, so viel wird ja da nicht mehr drin sein, oder? Also, Gärreste waren 42.000 Liter zum Anfang. Aber gut. Den Güllekurs, den können wir ja einfahren und dann haben wir den ja für immer. Dann brauchen wir ja da nicht irgendwie was löschen oder so, sondern den haben wir dann für immer. Ein bisschen mehr Tankvolumen wäre cool, aber 10.000 Liter ist schon echt eine Hausnummer. Dann bräuchte man ein größeres Fass und dann brauchst du wieder einen größeren Traktor. Ich glaube, das passt schon. Gut, zum von A nach B transportieren, zum Verkaufen, da wären größere Gülle fast schon cool, aber hierfür gerade momentan eigentlich passend, denke ich. Und ich merke gerade... Ah nee, guck mal, Gülle hat die gleiche Textur hier. Gülle... Oh, warte mal, glänzt... Doch, das andere glänzt genauso. Okay. Gut, dann refinanzieren wir das anders. Dann sparen wir uns den teuren Dünger zu kaufen. Vielleicht bleibt das ja unterm Strich sogar die gleiche Rechnung. Ob wir das nur verkaufen, aber dafür wieder Dünger kaufen. Oder ob wir das so wie das verwenden. Ich glaube, unterm Strich bleibt sich das gleich. Und wir sparen erstmal Geld und das finde ich gut. So. Oder Mike, das hier noch fertig und wenn überbleibt, fahren wir dann einen Verkaufskurs ein, würde ich sagen. Dann lassen wir den mal kutschen. Also, sehen wir uns gleich wieder. So, habe fertig. Hier ist jetzt überall hoffentlich, wenn wir mal gucken auf der Map hier, sollte aber jetzt eigentlich überall eine Düngetextur drauf sein. Relativ gleichmäßig, ohne Streifen auch perfekt. Einfach perfekt. So, pass mal auf, wir müssen aber Feld 3 und 4, da gibt es ja einen Curseplay-Kurs, den schmeißen wir mal raus für das Ansehen, weil die müssen wir eh umbenennen in Feld 3, 4 und Feld 1, 2. Großes Feld sehen, den schmeißen wir mal raus. Großes Feld düngen würde ich eigentlich auch bald rausschmeißen, weil wir werden dann über Beetefelder fahren. Muss ich da was Neues einfahren, ist ja nicht so schlimm. Und ich nicht noch Feldspritzen? Hier, ah, große Feldspritzen, genau. Das muss auch weg. Ja, so. Abfahrt. Dann würde ich jetzt nämlich hier nochmal immer vollladen und beim Vollladen auch gleich sagen, hier ist der Startpunkt. Wie fahren wir da am besten, dass wir dir an diesem Punkt rankommen? Da müssen wir ja eigentlich eine Schleife fahren. Aber wenn wir von hier kommen, können wir ja hier so schön... Ach, dann fahren wir in den anderen Träger rein. Das ist Käse. Pass auf, dann fahren wir immer hinten rum. Immer um den Kuhstall rum, ist ja kein Problem. Fahren wir hier außen lang. Ach, und wo ich gerade den Zaun da sehe, ja,
Ich hätte ja eigentlich Lust, da hinten, wo unsere Tankstelle steht, an dem Abhang da auch nochmal Zaun zu bauen. Also hier gegenüber von unserem Misthaufen hier. Hier jetzt links hier so. Hier so. Vielleicht. Mal gucken. So, wir machen hier mal Startpunkt. Oder? Können wir hier schon aufladen? Ja, hier können wir schon aufladen. Guck mal. Dann gehen wir auf Verkaufen. Wir machen Warnleuchten ausgeschaltet. Genau. Und dann tanken wir Gülle ein und fahren los. Und bin ich mal gespannt, wie das klappt. Theoretisch sollte das kein Problem sein, denke ich mal. Dann fahren wir hier wieder lang. Also diese Ein- und Ausfahrt benutzen wir momentan relativ oft. Und das ist schön. Dann müssen wir hier scharf rum. Ja, sauberes Einfahren ist eigentlich das A und O, damit dahinter keine Probleme gibt. Hier sind wir halt nicht auf der Straße unterwegs. Von daher haben wir damit einen Verkehr und so keinen Stress. Hier können wir auf dem Feld auch relativ oder auf dem Feldweg relativ schnell fahren. Nur vor den Kurven sollten wir halt rechtzeitig vom Gas, weil der speichert sich ja auch die Geschwindigkeit, was wir fahren sind, und dann kann da nichts schief gehen. Denn wenn wir jetzt hier in diesen Trigger rein fahren. Ach, es hatte. Gut, wir haben schon verloren. Weil der hier den Tankstellentrigger erkennt. Kann man hier Diesel kurven? Ich glaube ja, ne? Na, werden wir gleich sehen. Was sagt denn die Map? Ja, wir können da auch Diesel kaufen, na klar. Deswegen hätten wir vielleicht. Ach. Naja, gut, hätte ja klappen können. Guck mal, für Gülle gibt es da noch weniger. Dann können wir hier lang fahren. Dann können wir über die Straße wieder zurück. Kommt was? Nö, kommt nichts. Ach ja, dann könnten wir theoretisch so hinten rum wieder hochfahren. Was wir dann am Kuhstall hinten rum direkt wieder ranfahren können. Aber ich glaube, der Kurs ist eh für die Katze, deswegen. Wir werden das ausprobieren. Ach komm, wir fahren nicht hinten rum auf dem Hof, wir fahren hier wieder rum. Ich mag diese Asphaltstraßen hier eigentlich sehr. Die sind schön gemacht, keine Begrenzungsmarkierung drauf hier, einwandfrei. So, dann fahren wir hier schon hinten rum. Ruckel, 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 ruckel. Entweder mag er die ganzen Kühe da auf dem Haufen nicht. Oder dicht an den vielen anderen Sachen. Wahrscheinlich auch die Ballen da hinten. Na, oder alles zusammen kann natürlich auch sein. So, dann fahren wir hier lang. Dann sagen wir ihm, hier ist vorbei. So, und das nennen wir mal Gülle verkaufen. Speichern. Doch, der soll am letzten Wegpunkt, soll er, doch soll er warten. Und Action. Gucken wir mal. Also aufladen wird er wahrscheinlich, sobald er hier hinfährt. Ja, lad ein, Mann, was passiert? Hä? Ja, na mach. Na lad auf jetzt. Ach so, natürlich. Gülle. Start. Entschuldigung. Da war ja was.
So, jetzt düst der los. Und wir nehmen uns jetzt aber mal den Apparat und fahren mal hinterher. Und ihr könnt ja wetten, da kommt gleich die Meldung, steckt im Verkehr fest, weil der halt in diesen Tankstellenträger fahren wird. Den hat er auch gehabt, wo wir die Kartoffeln geholt haben. Ich bin gespannt, werden wir gleich sehen. Wir können ja erstmal sehr aufmerksam folgen, aber sieht schon cool aus, wie der da so fährt, oder? Der fährt sehr langsam anscheinend. Was passiert, Jung? Naja, dann fährt er halt nicht schnell. Ist ja halb so wild. Und ich will mal hier vorne jetzt einen Test machen. Der fährt jetzt echt nur 15 km/h hier. Ist aber mega langsam. Warte mal, die klappt noch nicht aus. Hey, wieso fährt denn der so langsam? Sag mal. So, ich mache ihm mal einen Test. Ich klappe runter und schalte an. Wenn ich jetzt hier rüber fahre. So, ich mache nochmal aus. Fahre ein Stück vor. Habe ich hier jetzt doppelte Düngestufe? Ja. Habe ich. Direkt hier. Alles klar. Dann weiß ich ja, was ich gleich mache. Dann werde ich hier nämlich gleich den Kurs einfahren für Ansehen Feld 1-2. Werde ich mich schon mal in Startposition hinstellen. So. Weil dann kann ich das schön in Ruhe machen, wo der seine Gülle hier verkauft, hoffentlich. Warte mal, ich werde mal ein bisschen mit Überlappung hier machen. So, das ist ja mein Startpunkt gleich. Und jetzt möchte ich mal gucken, was der Fendt macht. Was mit euch hier? Ja, macht das ordentlich, macht das schön leer. Wo ist er denn? So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Siehst du? Dann kann ich das irgendwann nochmal neu einfahren, wahrscheinlich. Muss ich wohl weiter ausholen oder von der anderen Seite aus ranfahren, aber das ist nicht das Problem. So, dann werde ich hier Fahrer einstellen. Okay, jetzt tankt er alleine ab. Und der sagt, der steckt im Verkehr fest. Ist auch bescheuert. Los, lad aus hier. Okay. Haben wir das schon mal. Ja, dann, ne? Haben wir heute erfolgreich mal ein bisschen Gärreste und Gülle auf dem Feld gebracht. Muss ja auch mal sein. Und guck mal, du hast hier hinten am Fass so einen schönen Zeiger dran, ne, für den Füllstand. Da wird ein dicker Schwimmer drin hängen wahrscheinlich. Coole Sache. Ja. Alles klar. Nochmal 400 Dinger hinterher. Oh, der Preis fällt aber rapide. Wie viel haben wir noch? Wir haben nur 3000 Gülle. Komm, das lassen wir gut sein. Ein Versuch war wert, wenn ich jetzt weiß ich, dass ich am besten von der anderen Seite aus ranfahren komme. Und dann haben wir das Problem halt nicht mehr. Wie gesagt, ich würde hier oben am. Warte mal, warte mal, warte mal. Können wir hier nochmal kurz mal schauen. Ich hätte nämlich gerne Zaun. Und zwar hier drüben. Guck mal, hier so. Hier so an der Tankstelle lang. Kann man das sehen? Warte mal. Hier so. Ne? Oh, Bäume. Alles voll mit Bäume. Hier so hinten an der Ecke lang. Hier nochmal einen schönen Zaun vielleicht oder so. Mal gucken. Oder nur hier hinter so. Vielleicht doch nicht. Kriege ich noch irgendwie hin. Okay, den Kurs für Gülle verkaufen werde ich löschen. Vielleicht werde ich danach nochmal einen neuen einfahren. Dann fahren wir am besten gleich komplett andersrum. Dann kann da ja auch nicht schief gehen. Ja. Ich lasse mir was einfallen. Aber für heute sollte das erstmal gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. René hauen.